Stimmungsvoll ist es hier immer im St. James Park in Newcastle und damit willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann und wir freuen uns heute auf ein Spiel aus der Premier League. Newcastle United gegen Manchester City. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Newcastle United spielt heute gegen Manchester City. Auf der einen Seite also der Club mit den wenigsten Toren, auf der anderen Seite die Mannschaft mit den meisten Toren. Da sollten wir Unterschiede ausmachen können, vor allem offensiv. Mal sehen, ob sie das auch zeigen können. Hier ist die Aufstellung von Newcastle United. Im Tor Martin Dubravka. Javier Manquillo spielt neben Danny Rose in der Abwehr. Jonjo Shelvey steht mit Isaac Hayden im Mittelfeld. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und ganz vorne starten sie heute nur mit einem Stürmer. Ja, das will erstmal nichts heißen. Das Mittelfeld unterstützt die Offensive. Anpfiff und los geht's. Isaac Hayden, Shelvey. Sieht vielversprechend aus. Joey Linton. Und damit ist der Ball weg. Walker. Mahrez. De Bruyne jetzt am Ball. Nun Fernandinho. Newcastle möchte ja gerne auch mal wieder weiter nach vorne. Aber Buschi, leicht wird das nicht. Nee, aber ich glaube, mit beständiger Arbeit, mit viel Fleiß und mit einer langfristigen Strategie kann man sich nach vorne arbeiten. Kun Aguero! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Das gibt Einwurf. Manquillo. Gut abgefangen von Fernandinho. De Bruyne. Walker. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Aguero. Und der Treffer für Man City. Da machst du als Torwart natürlich nichts aus der Entfernung. Nee, das stimmt. Kein Vorwurf. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Mit dem Tor haben die Citizens die Führung. Number 10, Sergio Aguero. Saint-Maximin. Ball läuft gut. Isaac Hayden, schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Rodrigo. Aguero jetzt. Ja, sie lassen den Ball laufen, suchen so wenig die Lücke, das ist natürlich klasse. Und jetzt mal Kevin De Bruyne. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Super Aktion, gut geklärt. Pass auf die Außenbahn. Kai Walker. Die Gelegenheit für die Flanke. Mahrez. Kevin De Bruyne.
Aguirre. De Bruyne, das muss es doch sein. Tor für Manchester City. Klasse Tor von ihm, trifft den Ball voll und mit Power geht die Kugel ins Netz. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Steht's hier, sie machen einen guten Eindruck. Number 17, Kevin De Bruyne. Jamal Lascelles, Isaac Hayden, Shelby. Schirmt den Ball da super ab. Alonso Maximon. Danny Rose. Miguel Almiron. Klasse Pass! Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung vom Treffer eben. Ein schönes Tor. Er nutzt den Platz aus und kann den Schuss super platzieren. Jetzt die Ecke. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Alexander Zinchenko. Viel Platz für Sterling. Nun De Bruyne. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Und nun David Silva. Sergio Aguero. Schöne Flanke hier. Manchester City macht das Tor. Sieht gut aus für City. Sie bauen die Führung hier noch weiter aus. Souveräner Auftritt bis hierhin. Sie müssen einfach so weiterspielen. Dann gehen Sie heute völlig ohne Probleme als Sieger vom Platz. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Shelby. Da holt er den Ball zurück. Jetzt De Bruyne. Mahrez. De Bruyne. Rodrigo. Aguero. Und wir dürfen gratulieren. Heute ist sein Geburtstag. Aguero. Schöner Ball von Aguero. Brillant gemacht! Aus der Distanz war es leicht für ihn, das Tor zu machen. Führung ausgebaut für Manchester City. Sieht gut aus, was sie hier anbieten. Das kann man wohl sagen. Das Ding haben sie fest im Griff. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus. Am Spielfeldrand, das ist ja Frust pur. Aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Saint-Maximin. Ball kommt nicht durch. Abwehr ist da. Ja, erstmal geklärt. Das gibt Eckball. Bei Aguero läuft es richtig gut heute, muss man so sagen. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich.
Jetzt kommt die Ecke. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Shelby. Rose. Sieht gefährlich aus. Alain Saint-Maximin. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nun David Silva. Alexander Zinchenko. Sterling. Aguero. Kevin De Bruyne. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Ballverlust. In den freien Raum. Miguel Almirón. Miguel Almirón. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Alexander Zinchenko. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele. Immer wieder sehr souverän. De Bruyne jetzt am Ball. Walker. Rodrigo. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Silva. Wie macht er den denn rein? Der Kerl ist on fire. Das war schon sein 3. Tor im heutigen Spiel. Tor Nummer 3. Klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Nach 45 Minuten steht es 5:0. Das Thema hier ist durch. Momentan sind sie vorne, aber sie müssen weiter Gas geben. Wieder eine klasse Leistung im ersten Durchgang. Das Ding hier müsste normalerweise durch sein. Klar, es sind noch 45 Minuten zu gehen, aber sie waren so überlegen in der ersten Hälfte, das müssten sie eigentlich packen. Jetzt Aguero. Klasse Pass! Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Ballverlust De Bruyne. Joey Linton. Und da ist der Ball wieder weg. Alexander Zinchenko. Sterling jetzt auf dem Flügel am Ball. Ja, wird hier gut unterstützt. Stones. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Jetzt vielleicht Aguero. Ballverlust Manchester City. Manquillo. Jetzt ist es gefährlich. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Jetzt De Bruyne. Sterling am Ball. Kann er was draus machen? Phil Foden. Sterling jetzt. Gute Chance für eine Flanke. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Alexander Zinchenko. Stones. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden.
Rodri. Ist hier immer noch am Ball. Sterling. Ob das die richtige Entscheidung war, Fahne so hoch. Auf Seiten von Manchester City sehen wir den Wechsel, Buschi. Ja, Wolf, Raheem Sterling verlässt den Platz und Bernardo Silva kommt rein. Technisch stark. Bernardo Silva. Schwache Aktion, Ballverlust. Aguero. Jetzt holt er sich den Ball. Jetzt gibt der Schiedsrichter Freistoß für City. Kevin De Bruyne geht raus. Der hat ja hier dieses enorm wichtige Tor gemacht. Ein klasse Spiel. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Freistoß kommt in den 16er. Da können Sie klären. Rodrigo. Und nun ein Schuss. Klasse gehalten. Ball kommt von Mahrez. Ganz stark abgeblockt. Riyad Mahrez. Rodrigo. Der Pass, nichts zu halten hier. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Klasse Direktaufnahme hier. Ja, hat er nicht lange gefackelt. Zapp, rupp, drin. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Newcastle bringt einen neuen Mann, es gibt den Wechsel. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler nochmal pushen. Walker. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Rodrigo. Nun Gündogan. Mahrez. Stones. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Holt euch den Ball, holt euch den Ball. Das ist zu passiv. Kommt jetzt die Flanke rein? Er blockt die Hereingabe ab. Aguero. Walker. Unaufhaltsam. Und jetzt Gündogan. Mahrez. Rodri. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Ich muss sagen, wie kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus. Aber dann fehlt einiges. Jamal Lascelles. Bentaleb. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Pass kommt von Gündogan. Riyad Mahrez. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Manquillo. Gale. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Bentaleb.
Schöner Pass. Kann er was draus machen? Flanke kommt nicht durch. Ederson hält. Newcastle bringt einen neuen Mann. Es gibt den Wechsel. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Die Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Nabil Bentaleb. Joel Linton. Wie macht er den denn rein? Auch wenn sie hier treffen, es wird natürlich nicht reichen. Entsprechend auch wenig Freude bei den Spielern. Und jetzt ist der Ball dann doch drin. Ich würde sagen, der Keeper hat gehalten, was zu halten war. Trotz des Gegentreffers eine sehr gute Leistung bisher. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Man sollte eine Mannschaft nie abschreiben, aber es wird schwer. Dafür haben sie einfach bislang zu wenig zusammengebracht. Gündoğan am Ball. Der nächste Angriff der Citizens. Walker. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Rodrigo. Mahrez. Rodrigo. Reguläre Spielzeit ist um, aber es gibt 4 Minuten obendrauf. Alexander Zinchenko. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Joel Linton. Richie am Ball. Super Pass. Joel Linton. Sieht gefährlich aus. Stones. Shelby. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern.